Geschafft. Du kleiner Bastard, wage es. Wage es, wage es! Und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Outlast. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, meine Lieben, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, auf der Flucht vor unserem... Oh, oh. Oh, oh. Vor diesem Bastard. Einfach nicht bewegen. Wir brauchen den Schlüssel. Lauf! Oh, shit. Okay, ein super Start. Wir brauchen unbedingt den Schlüssel. Sackgasse, 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 Sackgasse. Oh, verdammter Wichser. Entschuldigung. Oh, schreit doch nicht so rum. Lauf! Was ist passiert? Das ist ja ein super Start. Also nochmal, willkommen meine lieben Freunde zum nächsten Part von Outlast hier auf dem Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und scheiße, ich bin gestorben, Mann. Ich weiß, Leute, heute mal mit neuem Outfit. Wahrscheinlich kommt er jetzt gerade, oder? Ich habe gedacht, nach 3 Wochen kann ich vielleicht mal das Oberteil wechseln. Spaß. Das ist eigentlich mein Streaming-T-Shirt. Und habe ich nur zum Aufnehmen an. Das andere, schwarze. Guck mal, da hinten ist noch so ein Schrank. Den könnten wir vielleicht verschieben. Kommt der jetzt wieder? Ja. Also wir können anscheinend irgendwie so auf den Herzschlag achten. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Oh, guck mal hier. Hier ist keiner. Hier. Komm bitte, komm hier nicht her. Hau ab. Oh, er geht wieder. Also, als nächstes probieren wir es auf jeden Fall mal hinten bei dieser Tür. Das scheint, auf jeden Fall ein Weg zu sein, den wir gehen müssen. Wenn wir Glück haben, können wir den Schrank verschieben. Und wir brauchen hier den Schlüssel für den Aufzug. Ich nehme an, die Tür wird zu sein. Naja, da brauche ich es gar nicht versuchen. Ey, wenn der jetzt wieder um die Ecke kommt. Oh, der ist aber auch... Okay, er kommt wieder. Oh, der ist ja schneller als ich. Der ist schneller als ich. Lauf weiter. Lauf weiter. Kriech weiter. Oh, Gott sei Dank. Was machen wir denn jetzt? Der ist ja voll im Weg. Oh, jetzt kommt er nicht immer wieder. Ich glaube, wir müssen ein klein wenig warten, bis der wirklich da hinten um die Ecke geht. Wir sind ein bisschen zu schnell. Hier können wir nichts machen, oder? Nee. Ey, wenn der jetzt wiederkommt, dann... Ich renne an dem vorbei, ist mir egal. Können wir da was verschieben? Oh, das können wir noch verschieben, oder? Er kommt schon wieder. Ey, der will mich doch verarschen. Sogar das Ding kannst du wahrscheinlich verschieben. Guck mal, da ist Platz nebendran. Hau ab! Weißt du, was ich verschiebe, ist, wenn er wegläuft. So. Ich hoffe, der hört das nicht. Komm schon. Komm schon. Der kommt wieder. Los. Mach zu. Ich war nicht gerade schlau. Nicht so schlau. Nicht so schlau. Wohin? 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 Ich weiß es nicht. Hier rein. Nein. Geh weg. Wir hängen. Okay, warte. Plan 77.
Kommt her. Halt bloß deine Fresse. Okay. Da ist eine Tür. Können wir durchkriechen? Geht auch nicht, oder? Nee, geht nicht. Vielleicht habe ich Glück und die Tür ist offen. Oh, ist eine Sackgasse. Ist nicht dein Ernst. Wenn ich nur wüsste, ob der links oder rechts ist. Halt den Mund. Okay, da hinten ist er. Da hinten war er gewesen. Er läuft immer noch diesen Weg hoch und runter, wo wir ganz am Anfang waren. Aber hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Aber wieso konnte man dann hier die Tür aufmachen? Ich glaube, hier ist ja nur der Fahrstuhl, oder? Ah, ich weiß, wo ich... Können wir das aufmachen? Nee. Und hier brauchen wir den Schlüssel. Okay, wir probieren es mal so. Ja, aber jetzt kommen wir genau bei dem Raum raus, wo der Typ immer langläuft. Puh! Lauf! Oh, habe ich mich erschreckt. Oh, habe ich mich erschreckt. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Jetzt kurz überlegen. Was können wir machen? Okay, das ist eine Sackgasse. Oh, bitte halt auf den Mund! Jetzt gehen wir in den Shortcut rein. Er kommt immer noch. Okay, aber wir sind schneller. Hoch, 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 hoch. Okay. Ja, okay, ist sicher da in dem Raum rein. Und jetzt machen wir das Ganze so. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Komm schon. Oh, verdammt, ich bin in das falsche Loch reingegangen. Das habe ich hier gestern Abend auch gesagt. Oh, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Halt den Front! Halt auf! Lass mich los! Nein! Oh, wir haben es fast geschafft! Verdammt! Ah, du Wichser! Lauf! Lauf! Bitte geh! Bitte geh doch! Scheiße! Jetzt geht er zurück. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schieb weiter, schieb weiter, schieb weiter, schieb weiter. Und jetzt? Oh, kann ich mich hier verstecken? Komm schon. Das ist schon mal ein Anfang. Sehr gut. Wenn ich nur wüsste, wie lange ich jetzt warten muss. Ey, jetzt will ich echt kein Risiko eingehen. Oh, ich wette, der wird hier gar nicht weggehen. Oh, ich wollte gerade rausgehen. Ich weiß halt nicht, ob wir auf unserem Herzschlag hören müssen, weil jedes Mal, bevor der kommt, haben wir so einen Puls halt. Woher weiß ich jetzt... Oh, Scheiße. Lauf, lauf, lauf. Der war hier drin. Dieser kleine Bastard war hier drin gewesen.
jetzt? Ich wette mit dir, der kommt genau dann raus, wenn ich hier rechts gehen will. Wir haben nur wieder einen Shortcut. Oh, das ist gut. Wo führt uns das hin? Oh, an diesen scheiß Rohren ist man eigentlich am sichersten, auch wenn man es nicht denken will. Wo komme ich jetzt raus? Sind das wieder die Umkleiden hier? Gespeichert. Das ist ein gutes Zeichen. Aber hier war ich doch schon mal. Nee. Hier scheinen wir auf jeden Fall sicher zu sein. Wobei, ich glaube hier schon fast gar nichts mehr. Gleich vibriert wieder irgend so eine Tür. Und dieser Fettsack kommt da durchgestürmt. Ich bin echt gespannt, wie das hier endet. Gut, okay, ich nehme an, dass die Tür offen sein wird, nicht? Ah, wir sind auf der anderen Seite von hier. Okay. Oh, Leute, der Schlüssel. Nice. Für den Aufzug, oder? Was? Verarsch mich nicht. Wo ist denn der Typ? Ich hab ihn nicht mal gesehen. Was heißt denn das jetzt? Okay, der ist hier. Wo gehen wir lang? Ich weiß es nicht. Scheiße. Ich weiß nicht, wo dann Shortcut ist. Okay, es wurde wenigstens gespeichert. Tschüss. Oh, da geht's nicht lang. Oh, da geht's raus. Okay. Haben wir? Okay, warte, ich weiß, wo lang. Schieb, 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 schieb. Noch ein bisschen. Tschüss. Rein, rein, rein. Wow. Geschafft. Du kleiner Bastard, wage es. Wage es, wage es. Was muss ich machen? Oh, 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 oh. Erstaunlich wenig Blut dafür, dass der jetzt gestorben ist. Hallo? Hallo? Ey Leute, jetzt plötzlich kann man das öffnen. Vorhin konnte ich das auch schon, habe ich auch schon drauf geklickt und es ging nicht. Das hätten sie ein bisschen besser machen sollen. Oh, wir sind weiter. Nice. Was kommt jetzt auf uns zu? Hoch oder runter? Ey, keine Ahnung, ich gehe runter. Ich weiß, normalerweise links bewährt sich immer. Naja. Oh, doch, da. Warte mal, hier immer gucken an so Orten. Manchmal wird man belohnt. Was war denn das jetzt? Manchmal wird man belohnt. But not today. Was sind wir denn hier? Hallo? Oh, ich dachte gerade, wir sind wieder vollkommen am Anfang hier. Das wäre jetzt gut. Oh, so ein großer Raum ist nicht gut. Oh, unsere Möglichkeiten checken. Die ist verschlossen, die Tür. Und hier hat sie uns keine Türen. Oh. Da steht ja jemand. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up
like the others? Meet me outside. We're close now. Finde draußen Vater Martin. Okay, ich nehme an, wir müssen hier lang. Oh mein Gott, jetzt... Ey, Leute, die sind zu zweit. Das sind zwei erwachsene Männer. Als ob die diese drei Holzplanken nicht hätten abreißen können, um durch diese Tür zu entkommen. Oder, was weiß ich, du nimmst dir diesen Stuhl hier und haust ihn durch diese Scheibe. Nö, wir laufen alles außen rum. Ist okay. Also komm, nicht, dass ich mit dem Verfolgen plötzlich die Kamera leer wird. Was war das? Aha. Hier ist alles clean. Naja, mehr oder weniger. Ich frage mich, ob jetzt hier einer ist. Wir haben eine neue Akte. Die lese ich gleich. Oder Notiz. Nee, Journal. So. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920 David Annapurna. Und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mountain Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Oder auch nicht. Ist da eine Tür? Ich nehme mal an. Oh man, gleich kommt sicher irgendein Schocker. Fred und George haben wir auch noch nicht wirklich. Die sind ja noch am Leben, sind die, ne? Oh! Na, das fängt ja gut an. Okay. Finde ich, ist aber ein sehr guter Platz eigentlich. Es hat auch gerade gespeichert, um den Part zu beenden. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback von euch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, hoffentlich schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Neo und ciao!